Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Krüger, als wir damals hier im Landtag beschlossen haben, eine Expertenkommission zu gründen, haben Sie die erste Rede gehalten. Ich kann mich daran noch so gut erinnern, weil ich nämlich nach den ersten Sätzen schon den Saal verlassen habe. Da waren die Erinnerungen noch zu frisch und als Sie darüber sprachen, wie wir mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen und wie individuell Trauer auch ist, war das sehr berührend. Und es ist auch nicht so, dass es wahnsinnig schwierig ist, ein richtig oder falsch gesetzlich festzulegen. Oder doch? Jeder trauert anders und natürlich können wir alle empathisch sein und mitfühlend und sensibel. Aber es ist wie bei einer Geburt. Wie es wirklich ist, wie es sich wirklich anfühlt, wenn du sie das erste Mal in den Arm hältst, weißt du erst, wenn es soweit ist. Und genauso weißt du auch erst, wie es sich anfühlt, wenn du tatsächlich jemanden ein letztes Mal hältst. Umso bewegender, wenn man das so sagen darf, war es, als Peter Ritter mich ein paar Monate später fragte, ob ich in dieser Kommission mitarbeiten möchte. Und jetzt, da unsere Arbeit abgeschlossen ist und das neue Gesetz auf dem Tisch liegt, bin ich sehr froh, Ja gesagt zu haben. Ich habe viel gelernt über das Sterben und das Trauern und was es bedeutet, als Staat offen zu sein. Offen für die Wünsche der Menschen, wenn es um ihre letzte Reise geht. Offen und zugewandt und trotzdem sensibel im Umgang mit allen Ängsten und Sorgen verschiedener Bevölkerungsgruppen, Weltanschauungen und Religionen. Ich glaube, das Gleichgewicht zu wahren oder besser das richtige Maß zu finden im Umgang mit der Ermöglichung neuer Bestattungsformen, das ist nicht leicht. Denn zu trauern ist extrem persönlich und individuell und hat mit uns selbst zu tun. Und zeitgleich ist es aber eine Gemeinschaftsaufgabe, die Würde der Verstorbenen zu bewahren und Hinterbliebene zu unterstützen. In der Kommission hat mal jemand gesagt, der Zustand einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit ihren Verstorbenen. Ein kluger Satz, wie ich finde. Und an dieser Stelle will ich festhalten, dass unsere Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern für sich behaupten kann. Und auch die Arbeit in der Kommission hat das bewiesen, dass wir würdevoll und aufeinander Rücksicht nehmend mit dem Tod und der Trauer umgehen. Deshalb, weil wir das tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich Sie heute bitten, den Menschen hierzulande zu vertrauen und ihnen die Chance zu geben, sich von einem geliebten Menschen in einer anderen Ruhe zu verabschieden. Die Urne für eine begrenzte Zeit mit nach Hause nehmen zu können, wäre ganz sicher für einige Hinterbliebene ein Weg, auf Wiedersehen zu sagen und die neue Situation auch zu verarbeiten. Ich bin mir sicher, wir können uns auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger verlassen, dass eine Urne zu Hause nicht irgendwo oder irgendwie abgestellt wird, denn wer sich für diesen Abschied entscheidet, der tut das aus Zuneigung. Diese Person wird einen Platz voller Erinnerungsstücke und Liebe finden und nicht ein Platz der Vernachlässigung. Und auch wenn es schwerfällt, darüber nachzudenken, aber womöglich würden auch Eltern, die sich viel zu früh von ihrem Kind haben verabschieden müssen, dankbar sein für eine solche Möglichkeit. Und warum sollten wir es Eheleuten, die so viele Jahrzehnte verheiratet waren, versagen, noch für ein paar wenige Monate beieinander zu sein, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher? Der Zustand einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit ihren Verstorbenen. Der Zustand unserer Gesellschaft ist so gut, dass wir uns auf einen würdevollen Umgang verlassen können, auch wenn wir die Urne für eine Zeit mit nach Hause nehmen dürfen. Bitte stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Vielen Dank.